Herzlich willkommen zu diesem kurzen Film. In den nächsten paar Minuten vermittle ich Ihnen einen ersten Funktionsüberblick über unser brandneues 3D-Muster Version 2. Viel Spaß dabei! Mit der neuen Version des 3D-Musters bringen wir einige unglaublich coole Neuerungen. So können zum Beispiel sämtliche Elementparameter bequem in der Palette eingegeben werden. Weiters sind als Grundelement auch B-Wraps möglich, welches speziell bei Freiformelementen ein großer Vorteil ist. Weiters können Sie in der Eigenschaftenpalette sämtliche Formateigenschaften des 3D-Musters definieren, so zum Beispiel Leiereigenschaften, Stift-Strich oder zum Beispiel auch Oberflächeneinstellungen. Weiters sind auch Mengenauswertungen möglich oder zum Beispiel der Export von einer Fassadeneindeckung über die IFC-Schnittstelle. Über die Funktion 3D-Muster erzeugen generieren wir mal ein erstes Muster. Sie sehen, alle Eigenschaften sind nun bequem in der Eigenschaftenpalette verfügbar. So zum Beispiel die Einstellung für das Muster selbst oder zum Beispiel die Verlegeparameter. Als nächstes holen wir aus den Favoriten mal ein bestehendes Muster. Die bekannten Favoriten aus der Version 1 stehen immer noch nach wie vor zur Verfügung. So können Sie zum Beispiel eine Holzladung über die polygonale Eingabe hier bequem auf der Fassade verlegen. Wenn wir im Anschluss mal hingehen und das 3D-Muster modifizieren, wird wieder die Eigenschaftenpalette angezeigt und wir können zum Beispiel hier in der Formateigenschaften eine Oberfläche wählen, zum Beispiel hier eine vorvergraute Holzfassade und schon ist diese auf die Fassade adaptiert. Als nächstes habe ich mir mal eine keramische Fassadenplatte modelliert. Sie sehen, diese werden in Alplan als B-Wraps generiert und die können wir nun bequem auch für unser 3D-Muster verwenden. Wir wollen diese nun auf unserer Fassade mal aufbringen. Ich gehe dazu hin und wähle mal die Funktion 3D-Muster auf Fläche verlegen. Ich wähle das Verlegeelement an, kann jetzt hier mit Element die Keramikplatte auswählen. Diese werden nun hier eingelesen. Sie können hier in der Vorschau bequem umherzoomen. Haben die Möglichkeit, dass Sie hier sämtliche Formateigenschaften einstellen können oder hier zum Beispiel die Verlegeeigenschaften, sprich der Abstand. Wenn wir das nun mal hier eingegeben haben, identifizieren wir noch die Verlegefläche und schon wird das Muster automatisch auf der Fassade aufgelegt. Wir können jederzeit die Eigenschaften des Musters wieder aufrufen, indem wir die Modifikationsfunktion nehmen. Hier sehen Sie noch, dass das bereits wunderschön im Animationsfenster ausschaut. Diese stehen Ihnen natürlich auch im Kontextmonitor zur Verfügung. Und wir gehen mal hin und verändern mal die Farbe. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, dass Sie jedem Element einzeln eine Farbe vergeben können. Dies wird nun sofort angewendet und ist auch hier im Animationsfenster sichtbar. Wir ändern das Muster nochmals und gehen mal hin und wählen bei der Formateigenschaften seine Glaskeramikoberfläche. Diese verwenden wir mit dem Knopf auf alle Elemente anwenden, nun auf die ganze Fassade an. Wir können zum Beispiel auch noch hingehen und eine Schnittfläche erzeugen, welche zum Beispiel dann in einem Detailschnitt auch schön angezeigt wird. Sie sehen, das ist nun gemacht. Wir haben hier die emaillierte oder eingebrennte Fassadeoberfläche schön angezeigt, das Grün, das wir hier gewählt haben. Wenn wir mal einen Schnitt machen durch das Element, wird auch die Schnittfläche angezeigt. Sie sehen das gerade hier, die rote Fläche, die wir gewählt haben, wird hier wunderbar hervorgehoben. Wenn wir den Schnitt mal etwas verschieben, sehen wir auch die wunderschöne Detaillierung des Musters. Das heißt, die 3D-Elemente werden hier auch im Schnitt sauber ausgerechnet. Die bekannten Funktionen wie zum Beispiel Aussparung hinzufügen, welches bereits in der Musterversion 1 schon vorhanden war, funktioniert doch noch immer noch. Wir haben vielleicht hier eine Abluft aus der Küche und möchten hier die Keramikplatten noch aussparen. Wir klicken wiederum die Musterverlegung an, wählen den Bereich, der ausgespart werden soll und schon wird es gemacht. Wir können hier mal über die Objektepalette noch das Abluftgitter ausschalten und sehen hier die generierte Aussparung. Wir modifizieren unser Muster nochmals und wollen mit Hinblick auf einen beamorientierten Datenaustausch die nötigen IFC-Attribute hinzufügen. Ich wähle mir hier mal die Gruppe IFC
und kann hier nun den IFC-Objekttypen bequem auswählen. Das ist in diesem Fall eine vorgehängte Fassade und wähle hier den IFC-Objekttypen Curtainwall. Ich kann noch eine Beschreibung hinzufügen, damit diese auch mitgegeben wird. Und nun habe ich bereits Möglichkeit, dass ich unsere Fassade mit den Keramikplatten über die IFC-Schnittstelle ausgeben kann. Das machen wir hier gerade. Ich gebe noch einen Namen, klicke auf OK. Schon wird unsere Schemafassade exportiert. Im Beispiel vom BIM Vision Viewer sehen wir hier die exportierten Teile und Sie sehen, die kommen hier wunderbar attributiert mit den richtigen BIM-Kernwerten exportiert. Wenn Sie Ihr 3D-Muster in die Mengenermittlung mit einbeziehen wollen, ist auch das möglich. Ich habe hier mal verschiedene Eigenschaften vergeben und Sie sehen bereits in der Objektepalette wird jede Fassadenkachel einzeln aufgeführt und Sie können das selbstverständlich auch über die alten Reports auswerten. In einem weiteren Beispiel schauen wir uns nun an, wie wir das 3D-Muster auch für die Eindeckung eines Dachs verwenden können. Ich hole mir mal eine Dachziegelvorlage und greife mir meine Dachfläche ab. Sehen, das können Sie hier bequem über Diagonale machen, ähnlich wie wenn Sie eine Füllfläche aufziehen, nur dies Ganze im dreidimensionalen Bereich. Das Dach wird nun schnell auf die Dachfläche gelegt. Wenn wir aber hier mal genauer schauen, weiß das Muster noch nicht, wo es anfangen soll. Wir modifizieren das Muster und wir haben hier in den erweiterten Einstellungen die Möglichkeit der Anordnung. Das heißt, wir können sagen, wo der Startpunkt des Musters ist. Sie sehen, sobald wir den schön links unten setzen, wird das automatisch richtig aufgelegt. Als weiteres wollen wir nun noch den Firstziegel verlegen. Hierzu haben wir die Möglichkeit, dass wir das Muster entlang einer Kante verlegen können und das ist auch auf Klick erledigt. In diesem Beispiel habe ich mir mal eine Bruchsteinmauer als Hangsicherung verlegt. Sie sehen, die ganzen Steine, die sind wunderbar als 3D-Elemente dargestellt. Wir schalten uns das Fahrzeug mal aus und wollen nun das 3D-Muster noch etwas anpassen. Über die Verlegeart können Sie steuern, ob zum Beispiel Steine geschnitten werden dürfen oder nicht, oder ob diese halt einfach überstehen. Sie sehen, wenn wir hier zum Beispiel das weglassen, wird nur innerhalb der 3D-Mustergrenzen verlegt. Sobald wir hier auf Überstehen gehen, dann werden sämtliche Steine, die eigentlich geschnitten sind, auch noch als Überstand dargestellt. Wir gehen mal auf Weglassen, schließe mal die Mustereigenschaften und verändere mal die Mustergeometrie. Ich wähle mir halt mal die Mustergrenzen und setze mal die etwas höher. Sie sehen, hier werden jetzt automatisch sämtliche Bruchsteine, die hier in die Geometrie reinpassen, werden schön dargestellt. Wir können das natürlich auch etwas höher ziehen, so dass Sie eigentlich relativ frei das Muster oder in diesem Fall die Bruchsteinmauer gestalten können. Das ist sicher auch ein recht cooler Workflow, um zum Beispiel hier solche Hangsicherungen darzustellen. Zum Schluss schauen wir uns nun noch ein Beispiel aus dem Innenausbau an. Ich habe mir mal hier eine Schrankkombination modelliert. Und diese wollen wir bei unserer Küche oder im Wohnzimmer noch als Abgrenzung einbauen. Wir sehen hier unsere Küche und auf der linken Seite hätten wir gern eine Schrankfront. Ich wähle mir hier mal die lineare Verlegung des Musters. Ich wähle mir die Schrankfront aus und habe nun bereits die Möglichkeit, damit ich diese eingeben kann. Wir sehen, es wird das Muster entlang einer Linie verlegt und schon habe ich hier meine Schrankfront generiert. Ähnlich wie wir es bei der Bruchsteinmauer gesehen haben, können wir nun noch bestimmen, ob hier ganze oder geschnittene Elemente generiert werden. Auch das können wir über die Verlegeart bestimmen. Ich wähle hier weglassen, übertrage das auf alle Elemente und schon wird es hier gelöst. Als weiteres hätten wir gerne noch eine andere Oberfläche gehabt. Ich kann auch das übertragen, klick auf Schließen und schon habe ich meine Schrankfront erledigt. Sie sehen, mit der neuen Version des Addon 3D-Musters verlegen Sie noch schneller und einfacher 3D-Musterflächen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Ihr Urs Leuffen.